Unsere Reporterin Maike haben wir schon oft dahin geschickt, wo es spannend, aber auch nicht so ganz leicht ist. Sie war für uns im Jugendknast bei den Zeugen Jehovas in einer amerikanischen Militärschule. Und jetzt haben wir sie hier hingeschickt, an einen Ort für Jugendliche, für den die Warteliste echt lang ist, obwohl man keinem wünscht, dass er einen Platz dort braucht. Hört sich nach Problemen an und ist auch so. Maike ist in eine Jugendhilfeeinrichtung eingezogen. Kommen Sie mit. Die Nievernburg bei Pforzheim. Ein Ort, an dem jungen Mädchen und Frauen die Freiheit entzogen wird, damit sie lernen, wieder mit Freiheiten umzugehen. Die Mädchen, die hier wohnen, die haben richtig harte Geschichten hinter sich. Und ich möchte wissen, wie es ist, hier zu leben und was das Konzept dahinter ist. Ein gutes Jahr mussten wir warten, um in eine der wenigen geschlossenen sozialpädagogischen Jugendhilfeeinrichtungen Zutritt zu bekommen. Maike ist mit der stellvertretenden Leiterin Karina Eisele verabredet. Hallo, guten Morgen. Das ist eine geschlossene Einrichtung. Was heißt genau geschlossen? Die Mädchen, die hierher kommen, die haben aus irgendeinem guten Grund keine Lust mehr auf Jugendhilfe. Die wollen sich nicht mehr einlassen. Und die kommen hier mit dem Jugendamt und den Eltern und aufgrund von der richterlichen Genehmigung, also ohne richterliche Genehmigung, dürfen wir die Mädchen auch gar nicht in diese Gruppen aufnehmen. Und es besagt, dass wir ihnen die Freiheit entziehen dürfen. Freiheitsentzug klingt richtig hart. Ich bin gespannt und irgendwie auch aufgeregt auf das, was mich erwartet. Die Mädchen sind zwischen 12 und 16 Jahre alt und wohnen in Sechsergemeinschaften. Drei Gruppen gibt es. Ab hier geht ohne Schlüssel nichts mehr. Also hier ist dann der Bereich, wo die Mädchen mit den Erziehern gemeinsam rein und rausgehen. Heißt konkret, die Eingangstüren sind zugesperrt, nur die Erzieherinnen haben Schlüssel. Handys sind verwahrt, drei Telefonate vom Festnetz pro Woche frei. Die meisten Mädchen sind hier, weil sie nicht mehr zur Schule gegangen oder von zu Hause abgehauen sind. Viele haben Drogen genommen. Fenster auf ist nicht, ne? Nein. Es ist möglich zu kippen, das ist ja, aber das ist eben die bauliche Vorschrift oder die Maßnahme. Die Mädchen können, sollen ja gehindert werden am Weglaufen. Also das wirklich ist ja paradox, zu sagen, die Tür ist zu, aber sie können zum Fenster raus. Ja. Oh je. Oh je. Denn niemand ist hier freiwillig. Eltern und Jugendamt haben einen Aufenthalt in der Nievenburg bestimmt. Halb eins, Schulschluss. Drei der Mädchen dürfen wir nicht zeigen. Ihre Eltern wollen nicht, dass sie erkannt werden. Mit Anne, 15, und Stella, 16, dürfen wir drehen. Die meisten Mädchen leben für ein Jahr hier. Gemeinsames Mittagessen wie in einer Großfamilie. Und doch etwas anders. Ich mache jetzt mein Abend, dann habe ich Lernzeit, Mittagsruhe, Gruppenzeit. Orga-Abend, ich muss noch drehen. Die Mädchen leben nach einem ganz klar vorgegebenen Tagesablauf. Jede von ihnen hat außerdem eine Aufgabe, die wochenweise wechselt, wie Tischdecken, Abwaschen oder Putzen. Ämter nennt man das. Innerhalb einer halben Stunde ist die Wohnung sauber, gewischt und die Toiletten sind geputzt. Da könnten sich meine Mitbewohner aber mal eine Scheibe voll abschneiden. Nach dem Mittagessen eine Stunde Lernzeit. Die Erzieherinnen helfen mit den Hausaufgaben. Stella lebt seit 7 Monaten hier. Sie ist aus Guatemala adoptiert und wuchs in der Nähe von Freiburg auf. Gehst du da wieder hin zurück? Ich weiß nicht. Also ich habe mir überlegt, vielleicht ziehe ich nach Pforzheim, aber ich weiß nicht. Aber meine Mutter hat gesagt, sie möchte nicht, dass ich nach Hause komme. Und deswegen, ich gehe in eine Wohngruppe. Vielleicht dort. Aber ich muss gucken, weil gleiche Leute, ich habe keinen Bock. Vielleicht fange ich dann an Drogen oder so. Scheiße. Oh, shit. Ich habe halt Prüfungen. Seine Mutter hat gesagt, sie will nicht, dass du nach Hause kommst. Weil's, ja, also weil sie nicht will oder weil es besser für dich ist? Oder? Ja, sie hat halt Angst, dass ich wieder anfange mit allem. Und, ja. Wie kann man so schlau sein? Was ist alles? Ja, halt so mit Drogen, Abhängigkeit, nicht Schule gehen und sowas. Ja, ich hatte ja, deswegen bin ich auch hier. Die meisten aber auch. Das sind 2 Minuten. Okay, guck mal. Darf ich fragen, welche Drogen? Ja, halt Koks, Teile, Gras, Emma, ja, sowas. Drogenerfahrungen haben die meisten Mädchen. 6 Zigaretten pro Tag dürfen sie hier rauchen, wenn die Eltern zustimmen. Die Nievernburg sieht das als kleinstes Übel, bevor der Suchtdruck so hoch wird, dass die Mädchen aggressiv werden.
Montags ist Key Balance Conflict Management, eine Therapieform, die Ihnen helfen soll, sich besser zu kontrollieren. Warst du aggressiv? Hast du draußen was? Bisschen. Ja, es geht, kommt vor allem, wenn jemand zu mir kommt und mich dumm anmacht, dann na klar, bleib ich nicht ruhig. Bleibst du, bist du laut oder bist du handgreiflich? Ja, es kommt auf an, wenn mich jetzt jemand beschimpft, dann na klar, ich sag das zurück. Ja. Aber wenn mich dann jemand schlägt, dann ich schlag zurück, weil als ob ich mich schlagen lasse von jemandem, den ich nicht kenne oder so. Also du hast dich geprügelt, bevor du hergekommen bist? Ja, paar Mal. Ich will es nicht prügeln, dann ist ein paar Schläge, aber so. Okay. Das ist normal bei mir gewesen. In der Stunde üben die Mädchen Bewegungsabläufe, durch die sie besser spüren sollen, wie man Konflikte umgehen kann. Das Ziel? Zu lernen, dass es nicht zwangsläufig zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommen muss. Am Nachmittag ist Sophie wieder da, das dritte Mädchen, mit dem wir filmen dürfen. Ihre Mutter bringt sie. Sophie hatte am Vormittag einen Arzttermin und wollte danach nicht wieder zurück. Nur nach Androhung von Polizeigewalt steigt sie aus dem Auto. Keine leichte Situation. Sophie ist erst 10 Wochen da und hat wie viele Mädchen hier schon einiges hinter sich. Ein abwesender Vater, falsche Freunde, Drogen. Abendessen. Sophie muss trotz angespannter Stimmung gleich wieder ihr Amt übernehmen, denn genau jetzt sollen die eng getakteten Strukturen helfen, den Mädchen vor allem in Krisensituationen Sicherheit geben. Macht euch das Spaß, so Haushalt kochen, oder ist es eigentlich lästig? Nein, geht. Ja. Weißt du, wenn man nicht jeden Tag putzen müsste, dann das wäre cool, aber wir müssen jeden Tag. Ja, ich glaube, jeden dritten oder jeden zweiten Tag reicht doch. Zu Hause hatten die meisten zu viele Grenzen oder zu wenig. Viele haben sich den Familienregeln entzogen. Es ist total wichtig für die Mädchen, dass die wissen, wann was passiert. Weil die meisten ja aus einer fehlenden Struktur zu uns kommen. Und dann übertreiben wir es, finde ich, ein Stück weit schon erstmal. Also das ist ja kein normaler Alltag. Aber die Mädchen wissen genau, wann hier was ist und können sich darauf verlassen. Das ist nicht die Realität. Aber sie haben einen Geschmack davon bekommen, wie es ist. Und vielleicht nehmen sie davon ein Stück mit. Neben einer genauen Tagesstruktur hat jedes Mädchen noch eigene Ziele, meist was ihr Verhalten angeht. Diese Ziele, in Gesprächen mit Eltern und Jugendamt formuliert, sollen sie in den nächsten Wochen erreichen. Maikes erster Tag in der Nievernburg ist vorbei. Tschüss, bis morgen. In der Einrichtung schlafen darf sie nicht, aus Sicherheitsgründen. 7.55 Uhr am nächsten Morgen. Die Erzieherin, die über Nacht auch bei den Mädchen war, bringt sie in die heimeigene Schule. Die Mädchen werden hier in kleinen Klassen unterrichtet. Sich in ihrer Schule anzupassen, war für die meisten ein Problem. Ich war auf einer Gesamtschule, bin ich rausgeflogen, da war ich in einer hier war ich auf einer Montessori-Schule, ein halbes Jahr bin ich auch rausgeflogen. Dann war ich auf einer Hauptschule. Bin ich auch rausgeflogen. Und dann war ich auf einer, wie heißt es, auf einer Sonderschwererziehbaren. Und dann bin ich auch rausgeflogen, dann bin ich hierher gekommen. Ja. Und danach weiß ich noch nicht, was ich mache. Deswegen bist du rausgeflogen? Einmal wegen respektlosem Verhalten, dann wegen, weil ich halt geschwänzt habe. Dann einmal, da war so fast noch fest und dann habe ich da getrunken und das haben sie gemerkt. Und wegen Mobbing. Die Gründe für ein solches Verhalten zu finden ist schwer. Stella und Sophie sagen, dass sie irgendwann keinen Bock mehr auf Schule hatten, nur noch Freiheit wollten. Hier sollen sie wieder ans Lernen herangeführt werden. Die Lehrer passen die Lerninhalte dem Wissensstand an. So lernt die 16-jährige Stella noch Stoff der 7. Klasse. Das größte Ziel, dass die Mädchen Schule akzeptieren. Ich habe es geschafft, 5 Stunden in der Schule zu sein. Das ist für dich viel, oder? Ja, aber es ist voll der Fortschritt. Ich habe meinem Jugendamt gesagt, dass ich das in 6 Wochen schaffe und ich habe das in 4 Wochen geschafft. Ja? Ja, Mann. Ja, ich bin schon voll stolz auf mich. Aber die Betreuer haben auch gesagt, das ist mein größter Schritt hier, dass ich in der Schule gemacht habe. Mhm. Ja. Dass es eine sehr kleine Klasse ist, das ist ganz offensichtlich. Wie unterscheidet sich der Unterricht noch zu einer normalen Schule? Wir haben relativ oft Störungen, Streit. Die Mädchen haben oftmals Sachen, die sie aus dem Gruppenalltag mit runterbringen. Stimmt nicht, sagst du?
bisschen vielleicht. In der Pause puzzeln. Sophie spricht das erste Mal richtig mit Maike. Sie war in der Psychiatrie und zwei offenen Wohngruppen, ist dort aber immer abgehauen. Dadurch verpasste sie viel Schulstoff, aber jetzt will sie den Realschulabschluss schaffen. Und wie steht's gerade so? Ist es realistisch? Ja, also ich muss halt noch viel aufholen, aber ich könnte schon schaffen. Für meinen Beruf, den ich will, brauche ich das auf jeden Fall. Was willst du denn werden? Krankenschwester. Willst du Krankenschwester werden? Ja. Echt? Ja. Ach, ich hasse Puzzle. Um 12:30 ist die Schule aus. Und Stella nach einem Zusammenstoß mit einer Erzieherin aufgebracht. Schon gewesen. Schon angespannt gerade hier alles. Schön, dass du wieder da bist. Sehr kann schön. Ich jetzt rein, bitte? Was willst du denn? Eine Schmerztablette immer. Jetzt schon die ganze Bier? Schmerzen. Weil ich habe meine Tage. Muffins backen gegen den Stress. Sophie hat morgen einen Termin mit Heimleitung und Jugendamt, in dem es darum geht, wann sie am Wochenende beurlaubt wird und nach Hause darf. Was erwartest du morgen? Nix eigentlich. Nee. Nee. Ich hoffe, dass ich mich zusammenreißen kann. Also wie zusammenreißen? Manche haben schon Schränke zertreten oder so. Bei dem Gespräch. Warum sollte dir das passieren? Weiß ich nicht. So schlimm war meine Stellungnahme nicht. Mhm. Aber, ja. Passiert das häufiger, dass du piepst? Das ist halt, wenn jemand einen zum Beispiel angreift oder sich jemand schlägt. Die Erzieherinnen tragen ständig einen Piepser mit sich, den sie im Notfall aktivieren können. Sofort kommt Hilfe aus anderen Gruppen. Die Situation ist unklar. Ja, das kann da sein. Fehlalarm. Also, wie oft passiert das? Ein richtiger Alarm, das kommt auf die Gruppe drauf an. Also wenn wir gerade 3 neue Gruppen haben mit 9 Mädels, dann kann es schon vorkommen, dass einmal am Tag der Piepser geht. Echt? Aber das ist wirklich selten. Also jetzt in der letzten Zeit. Ist wirklich sehr ruhig gewesen. Wer sich über lange Zeit gut verhält und keine Regeln bricht, bekommt in der Nievernburg Ausgang. Zunächst 10 Minuten in Sichtweite, dann immer mehr. Ich warte auf Stella und hoffe, dass sie mich mit auf ihren Ausgang nimmt. Stella hat heute ihren 5. Ausgang, diesmal sogar für eine halbe Stunde und mit Handy. Für sie eine extrem wertvolle Zeit. Deshalb sollen wir sie nicht mit dem gesamten Team begleiten. Aber Maike darf mit einer kleinen Kamera mit. Okay. Ah, Freiheit. Was? Freiheit? Ja, Mann. Ja. Ich fühle mich eigentlich immer da, wenn wir das WLAN. Ja. Was ist es so? Fühlt sich das gerade richtig an wie Freiheit? Nee, aber ich kann halt jetzt an mein Handy, das ist voll gut. Ja. Endlich. Okay, was machst du? Ja, ich merke das. Was machst du als erstes? Ja, ich guck mal nach. Der Kontakt mit alten Freunden ist wichtig, aber auch immer eine Versuchung. Hast du schon mal probiert, abzuhauen? Mm-mm. Also, am Anfang, ich habe mir überlegt, das schon zu machen, aber dachte ich mir so, nein, ich lasse es lieber, weil... Sonst, ich muss wieder alles von vorne anfangen und jetzt, wenn ich jetzt Ausgang habe, dann kriege ich den halt ganz weg und dann bin ich halt nochmal vielleicht, wie lange habe ich das? Ich habe 5 Monate gebraucht, bis ich Ausgang hatte. 5 Monate durftest du nicht vom Gelände? Ja, ich durfte mit einkaufen gehen, aber ich habe es mir halt immer verkackt wegen Schule und so. Hauen denn wirklich Mädchen ab? Es gibt so Hochzeiten, die haben wir immer wieder, da sind auch mal 3, 4 weg. Das ist ganz schön hart, weil wir auch denken, ja, irgendwas machen wir falsch. Mhm. Es ist wirklich auch da wieder, gibt es eine Motivation, was zu verändern, dann bleiben sie da. Oder ist es so heftig, dass sie das Gefühl haben, sie erreichen es nicht, sie schaffen es gar nicht, dann habe ich das Gefühl, dann laufen sie weg. Heute Abend sind alle zurückgekommen. Bis 21 Uhr dürfen die Mädchen aufbleiben und fernsehen, dann ist Nachtruhe. Der letzte Tag.
Nach der Schule darf Maike Stella in ihrem Zimmer besuchen. Ein Vertrauensbeweis. Stella? Wo bist du? Hallo. Bist du ready? Ja. Hi, danke schön. Die Mädchen sind in kleinen Einzelzimmern untergebracht. Ja, klein, aber fein, ne? Darf ich gucken? Ja, klar. Stella hat hauptsächlich Fotos von ihrer Familie und von ihrem Freund aufgehängt. Die ersten Wochen in der Nieffenburg waren hart für sie. Und wie ich mir halt mein Leben verkackt habe, das wird einem in den ersten drei Wochen richtig bewusst. Wie fühlt sich das an, wenn du auf einmal hier bist und denkst so, okay, scheiße. Das fühlt sich nicht gut an, auf jeden Fall. Also ich wünsche niemandem das Gefühl. Also ich habe, als ich gekommen bin, ich habe die letzten vier Jahre noch mal durchgegangen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich nichts gemacht habe. Und jetzt, wie gesagt, die Strukturen und so, das tut mir schon gut. Mhm. Ja. Du lernst es ja hier und jetzt gibt dir jemand die Struktur. Wenn du jetzt morgen gehen müsstest, würdest du das alleine hinkriegen? Ich bin mir nicht sicher. Also die Gefahr ist natürlich da, dass ich wieder anfange. Aber ich glaube, es ist 50-50 Chance. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Ich drücke mich. Danke für alles, für die Offenheit. Dieses Erziehungsheim ist ein sehr spezieller Ort. Aber ich habe verstanden, warum es so wichtig für die Mädchen ist, eingeschlossen zu sein, damit sie lernen, mit Freiheit besser umgehen zu können. Die Pädagogen dürfen die Werdegänge nicht weiterverfolgen. Ihre Erfahrung aber zeigt, die Anschlussbetreuung ist extrem wichtig. Nur wenn die Mädchen Schritt für Schritt an ein normales Leben herangeführt werden, haben sie eine langfristige Chance.